Hallöchen, grüßt euch, moin moin und servus zu Part 9 von Entschleudet. Und nach der Kochsendung von letzten Part, also bei Bienert bestimmt mehr Action gewesen als bei mir, jetzt ist, ich habe den Namen schon gesagt, Bienert ist natürlich wieder da, unsere Holzfällerin, grüß dich. Hallo, ja, ich habe jetzt auch einen schönen Gleiter, den du jetzt noch herstellen musst. Ja, eins nach dem anderen bitte. ZZ, ziemlich zügig, wir haben keine Zeit. Ey, Summer. Rezept freigeschaltet. Geister, Magier, Stab bei Alchemist. Ja, klar. Gut. Wo mache ich denn an der Werkbank? Gleiter. Herstellen. Hab ich. Aufrüsten und los geht's. Dreier Fall. Stelle einen Gleiter her oder erhalte ihn anderweitig. Okay. So, habe ich jetzt noch was von dem Zeug in meine Dash? Was du, oder hat es genau gepasst? Nee, wahrscheinlich hast du noch was in der Dash. Weil mein Inventar ist ziemlich voll. Warte mal kurz, was lege ich denn jetzt hier ab? Den Garn brauche ich momentan nicht. Das Fell brauche ich nicht. Dann haben wir diese Miasma-Sporen. Da haben wir 31, dann lege ich die 46 drauf. Und die 27 daneben. Dann lege ich mal das Miasma-Holz da rein. Dann Pflanzenfasern. Ja, ich packe einfach mal rein. Jetzt habe ich noch Holzscheite. Ich darf vielleicht schauen, dass wir auch das Haus ein bisschen... Ich weiß nicht, was es ist, deswegen lege ich es jetzt mal da rein. Wir müssen jetzt Metallschrott sammeln. Ich weiß zwar nicht, wo wir es finden, aber wir müssen Metallschrott sammeln. Es war in Kisten halt drin. Stofffetzen. So. 14 Schaden macht der Zauberstab. Ja, auch gut. So, ich nehme mal meinen Zauberstab. Zauberstab. So. Der leuchtet schön. Ja, wir müssen den neu, wenn wir Metallschrott, Metallschrott, glaube ich, war in den Kisten. Wir müssen dann in irgendwie ein neues Gebiet kommen. Weil hier haben wir ja alles schon gelootet. Weil wir kommen, glaube ich, gucken auf die Karte, da hat sich ja was freigeschalten. Ja, ja, da hinten, genau. Aber da kommen wir, glaube ich, wahrscheinlich nicht hin, ne? Weil wir da nicht weiterkommen, oder? Gucken wir mal. Mal Fahne. Wo ist die Fahne jetzt? 368. Das kann bestimmt vielleicht außen rum, ich weiß es nicht. Also hier kommen wir ja nicht hoch, weil uns der Greifer fehlt. Also wir kommen... Aber können wir nicht da vielleicht einfach hochklettern so? Schau gerade. Wo geht denn der nicht hoch? Und dann vielleicht auf die Kiste. Und von der Kiste da hoch und dann bin ich schon mal hier. Dann habe ich hier eine Kiste. Und nehme Bandagen raus, da freue ich mich ja richtig. Aber wie kommt man halt weiter, ne? Wir müssten da rüber, schau. Ach, das geht wahrscheinlich nicht, deswegen brauchen wir den Greif. Weil dann können wir da hochklettern und dann könnten wir da hinten hoch. Okay. Ah, da kommen wir nicht hin, weil wir den Greifhaken fehlt. Man kann wahrscheinlich da nicht hochspringen, ne? Können wir Räuberleiber machen? Aber warte mal kurz, ich probiere mal kurz was, warte mal. Könnte sein, dass ich gleich tot bin. Was? Wieso kann ich da oben nicht stehen bleiben? Da ist Holz! Hä? Hast du es gesehen? Ja, dass du drüber gesprungen bist. Ja, aber ich wollte auf dem Holz landen! Nee, das fliegt da komplett durch, okay. Das haben sie schon so gemacht, dass man es so nicht machen kann, wie ich dachte. Also, wir brauchen Metallschrott. Wir müssen uns auf die Suche machen. Damit wir den tollen Greifhaken machen können. Damit wir in neue Gebiete kommen. Warte mal, Map, Map. Wir haben hier Rotfels. Krypta des Erbauers ist abgehakt. Kleine Feuersteinmine ist nicht abgehakt. Da waren wir schon mal. Salzquell waren wir auch schon mal. Was ist da unten? Flammenkrypta, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oh, guck mal, man kann die Schrottpfeile sammeln.
Man kann Pfeile sammeln, die irgendwo drin stecken. Musst du mal mit drauf achten. Mhm. Natürlich. Hat Strumpf wahrscheinlich in dem Moment schon wieder vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Nee, nee, aber ich erinnere mich nur daran, dass ich halt am Laufen bin und du schießt. Ja, ich hab den doch runterge... Runterge, ja. Ja. Lass uns es singen. Ich habe ihn doch getötet. Du warst halt das Versuch, also du warst halt der Köder, weißt du? Ich war der Köder, ja. Aber anscheinend, wir müssen mal da durchgehen. Tun sich die Kisten wieder auffüllen. Wir müssen mal da durchgehen. Ja, aber da kommen wir nicht runter. Durchs Miasmia. Doch, YOLO. Weil dann tun sich die Kisten tun anscheinend wieder sich voll machen. Voll Deutsch. Oh Gott, ich hab ganz meine Sprache verloren. Läuft. Ja. Du, aber es ist wie immer. Hallo? Hi. Ist wie immer, ey. Wer ist ein frecher Strumpf heute? Ja. Übermut tut selten da ist, gut, da ist, Herr da ist, Strumpfinger. Da ist, was ist denn das? Ein Viech. Oh, der Zauberstab ist nicht schlecht, hast du es gesehen? Ja. Danke. So. Oh, da. Was war das jetzt? Das Licht zeigt doch eigentlich an, wo es hingeht. Der ist gerade da. Das macht immer. Oder? Ja, das macht's immer. Das tut immer in den Weg leuchten. Weil hier, also, ist, so ein, hier ist ein Weg, genau. Hier, komm mit, komm mit. Ja, ja, ich hab grad Stress. Das heißt, keinen Stress haben. Dein Nägel, danke. Alles gut bei dir? Ja, ich habe den nur gerade platt gemacht. Ah, hier. Nein. Ich hätte gerne Metallschrott, Spiel. Nicht allen möglichen anderen Plunder. Also der ist auch schön, aber vorwiegend, also Metallschrott. Please. So, Strümpfchen, wo bist du? Ich bin da wieder da hoch, oben. Wo wir schon mal waren. Haben wir ein Lagerfeuer? Wieder Nacht, weißt du? Aber hier waren noch Betten. Da schlafen wir noch. Ich leg mich schon mal hin. Mach das. Ja, mach ich. Da brauchst du dich nicht drum kümmern. Da war, glaube ich, nur ein Bett, ne? Was nee, da, ja, drüben, die andere Hütte, muss noch eins sein. Ich höre schon den Hahn. Ja, ist schon hell, ich brauche mich nicht mehr hinlegen. Ach. So. Das Licht hat irgendwo hingeleuchtet, aber jetzt nicht mehr. Warte mal, ich will hier nochmal gucken, weil da ist, glaube ich, noch einer und vielleicht ist da wieder eine Kiste. Wo ist da einer? Also da war immer einer, da. Ach, der schießt, pass auf! Na, du mit deinem super Zauberstab machst es doch jetzt alles weg. Ich hab Metallschrott! Ich hab Metallschrott! Yippie! Ich muss mich mal freuen. Also fallen. Aber sonst ist ja nichts. Kann man da hochklettern? Ach so, wenn wir jetzt den Greifhaken hätten, könnten wir darüber springen. Okay. Hätte Fahrradkette. Aber immerhin. Drei Metallschrott. Die große Hütte, was war denn das eigentlich hier? Dieses riesige... Der Schmied. Ach, das riesige Ding? Weiß ich gar nicht. Jetzt. Kommen wir da überhaupt hin? Ich glaube nicht. Da war ja das, wo wir schon mal.
aber da können wir auch nochmal hingehen, weil da sind ja auch wieder zwei und vielleicht kriegen wir hier nochmal Kisten und vielleicht nochmal Metallschrott. Ich muss auch mal den Zauberstab ausprobieren. Metallschrott! Einmal. Ich hab auch! Yippie, 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 yippie! Greifer, wir kommen! Krypta der Erbauer. Da hinten war ja noch einer, genau. Oh! Herzog. Mach mal, du. Provisorische Sense. Ist da wieder eine Truhe? Also die ist wieder da mit einem Striedrich. Striedrich? Mit einem Striedrich. Aber übrigens, du hast da gesagt, bei dir sind Sachen kaputt. Hier wäre ein Amboss. So nebenbei. Ja. Ich würde den gerne mitnehmen. Den können wir bestimmt irgendwann mal bauen, glaube ich. Hoffe ich. Da oben würde ich echt gerne hin. Vielleicht kommt man da ja irgendwann mit unserem Greifhaken hin. Also. Irgendwie ist die Musik gerade so bedrohlich. Warum? Ja, eher so traurig ein bisschen so. Nee, bei mir ist sie gerade Action. Action, ja? Ja. Ich sehe irgendwo an. Jetzt ist weg. Hm. Ja, jetzt ist wieder da. Oh, guck mal. Wir haben einen neuen Ort markiert. Wo bist den du denn? Schrein der Flamme. Einfach da, wo in meine Richtung, wo mein Name ist. Genau, warte. Gleich hier hoch. Da wo. Sammeln. Neue Quest, Flammenaltar und Basisverbesserung. Ach, können wir jetzt an diesen komischen Dingern was machen? Nee, ne? Aber jetzt wieder so glitzi-glitzi. Du hast einen Funken erhalten. Benutze die Funken, um die Flamme an deinem Flammenaltar zu stärken. Jetzt habe ich auch sowas mitgenommen. Perfekt. Da können wir wieder rein. Super, perfekt. Und komm mal vielleicht von hier weiter hoch. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir ja von hier aus. Oh, schau mal an. Voll schön. Ich google mal da. Oh, warte mal ganz kurz. Das bietet sich gerade an, tut mir leid. Wieso bin ich jetzt ein... Hä, ich will nicht Ego. Jetzt hat. Sag mal. Ja, ich werde es eh wieder vergessen. Komm, dann machen wir auch nochmal. Oh, ist auch schön, ne? Oh. Jetzt läuft der Strumpf mir in mein Bild. So bin ich. Ja. So, hier brauchen wir wahrscheinlich den Greifhaken, ne? Oder kann man das abbauen? So. Ah, das kann man abbauen. Was ist das? Feuersteine kriege ich hier. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal, weißt du? Bestimmt. Die Bergbauer. Guck mal, gibt's XP für. Mhm. Jo, Messer mit dem Radl, do. Jo, Messer mit dem Radl, do. Jo, Messer mit dem Radl, do. Um Gottes Willen. Vielleicht kommen wir da durch. Krypta der Erbauerschmied. So, ich bin erschöpft, deswegen. Nee, weiter geht's nicht. Okay. Das geht wahrscheinlich schon weiter. Es kann sein, dass deine Ausdauer nur gerade weg war. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir durch den Berg durch, habe ich gemeint. Aber da geht's, ich meine, von der... Ich komme nicht mehr tiefer rein. Also ich komme da tiefer rein, Strumpf. Dann schauen wir mal Bina zu.
Es kann halt sein, dass deine Ausdauer einfach, weißt du, die Ausdauer geht ja irgendwann runter. Warum wird so viel Feuerstein? Weiß ich nicht. Feuer. Und Stein. Aber ich weiß gar nicht, kann man sich einfach durch alles durchbuddeln? Also, naja. Schaut aus wie zwei Nasenlöcher jetzt. Also wir kommen von hier nicht da hoch, zu diesem Riesenturm, okay. Wie kann man eigentlich jetzt mit diesem Gleiter gleiten? Ich hab den gar nicht bei mir im Schnellding drin, war da? Wo ist denn der Gleiter? Was hab ich denn da eigentlich? Ach so, Funken. Ja, da ist mein Gleiter. Jetzt vielleicht können wir da ja mal hingleiten. Also ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ja, wenn dann da runtergleiten, ne? Warte mal, ich nehme den mal. So, jetzt, hä? Gegenstand ausgerüstet. Siehe Ausrüstungsmenü. Tutorial. Ah, Leerzeichen, Leerzeichen. Leerzeichen. Um Gottes Willen, Strumpf. Bist du schon unten? Nee, aber man könnte... Ja, wo wollen wir hin? Hier runter wollte ich mal, da ist ein Lager. Wo? War man denn nicht schon? Ja, aber es sind ja wieder Gegner da und vielleicht auch wieder Truhen und... Ja, aber es wäre doch scheiße, wenn wir irgendein neues Gebiet da drüben, wir könnten vielleicht darüber gleiten. Das glaube ich nicht, dass wir darüber kommen. So weit wird er nicht gehen. Wir werden bald, denke ich mal... Oh, es ist cool. Schau mal, wie so... Oh, es ist cool. Wie so kleine, wie nennen wir die? Ich weiß nicht. Erdhörnchen, Fliehhörnchen. Oh. Oh nein, ich bin gefallen. No. Ich hab 3 Gegner und du stirbst. Das ist gerade dein Ernst, oder? Da kommt noch einer. Ich kehre mal wieder und versuche... Ja. Da wieder hinzukommen und vielleicht einfach nur schnell meinen Rucksack zu holen. Nein, nicht! Der bleibt stehen zum Essen, der Vollpfosten. Du kannst doch unterwegs so eine Beere essen, du... Oh, ist der doof. Also, wie doof kann man sein? Oh, es ist cool. Okay. Stirbst du? Bist denn du jetzt? Ich muss erstmal, ich bin da wieder an der Basis. Ich bin schon wieder. Oh. Huch, da muss ich schnell weg. Rechts. Auf dem Weg dahin. Jetzt mit dem Gleiter kannst du abkürzen. Du kannst direkt ins Miasma rein dödeln. Sagt die, die als erstes stirbt und mit 3 Gegnern übrig lässt, weißt du? Dann macht sie eine doch dicke Hose. Scheiße. Blöder Hund. Ich wollte doch nur schnell meinen Rucksack holen. Ach so. Du bist draußen gestorben, oder? Oder haben die meine nach draußen verlagert? Wahrscheinlich nicht. Das bist du da hinten, ne? Ja.
Da. Oh Gott, sind sie schon wieder. Wir können weg. Ich hab meinen Rucksack. Huch. Hinter dir, pass auf. Achtung. Oh, Strumpf. Alles gut? Ja. Okay, ja. Weil du so weggeglitschert bist. Ja, ja. Alles cool, oder, der Gleiter? Ich finde den voll cool. Das ist nicht schlecht, oder? Okay, die folgen uns jetzt. Egal. Wir haben Schrott. Jetzt können wir den Greifarm machen. Und dann können wir neue Gebiete strumpfen. Die neue Welt, alles steht uns jetzt offen. Ich wiederhole, sagt die Frau, die gleich tot war. Naja, man. Für den guten Zweck. Oh. Der ist. Strumpf, andere Richtung. Bei mir wird gerade nichts mehr angezeigt. Endlich. War aber auch nervig. So, jetzt aber weg. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hier pass hoch. Auf. Greifhaken, wir kommen! Schalala! Warte mal, wo sind wir denn? Ach schon. Wir hätten auch Schnellreise machen können, aber. Ja, hätte jetzt. Alles gut. Wir sind ja da. Guck mal, hier ist auch wahrscheinlich so ein Feuerstein vorkommen. Ja. Du kannst jetzt die Flamme auch noch stärken, ne? Unseren ja. Altar. So, ich mache einen Greifer. Was fehlt mir? Garn und Schmiasma. Ah, warte. Da brauche ich 2 Flammen. Ah. Und 5 Miasma-Seelen. Das ist die Miasma. Ach nee, wir haben Sporen nur. Und Garn. Garn und Miasma-Sporen. Ein Garn habe ich. Warte mal, ich klaue mir ganz schnell mal die Pflanzenfasern. Wie viel brauchen wir denn von dem Garn? 7. So, ich tue den Rest. Nein. Ach nee, warte mal, da hinten war ja. Pflanzenfasern wieder drin, Restgarn wieder drinnen. Nee, doch. Ach, da haben wir ja noch mehrere Schilde. Wir haben da ganz tolle Schilde, ne? Übrigens, Strumpf, da kannst du auch mal austauschen, dein Schild. In der ersten Kiste. Oh, das ist gut. So. Greifhaken, was? Abkürzung. Stelle einen Greifhaken her oder erhalte ihn anderweitig. Ja, ja. So, Fetzen kann ich hinmachen. Teer. Feuerstein. Nägel. Da. Holzscheiter. Ja.
Metallschrott haben wir wieder 12. Ach, den habe ich schon. Hast du mich gehört, Strümpfchen? In der ersten Kiste sind bessere Schilde. Bessere Schilde? Unten. Die habe ich ja reingelegt, die zwei. Ja, aber dann nimm doch das statt dein Holzschild. Aber das ist doch bloß ein Stein. Das ist besser. Ey, das schaut echt, ich meine, das ist ein Stein, deswegen habe ich das reingeschmissen, die beiden. Alter, hä? Dann zwar Schild, aber für mich war es ein Stein. Der Strumpf. So, jetzt können wir dann bald mal dahin gehen. Ich muss mal meine Pflanzenfaser noch loswerden. Dann wieder ein bisschen Ordnung hier reinbringen. So, jetzt kriege ich das nochmal. Aber irgendwie sagt er immer hier keine Munition, dieser Magierstab, den ich habe. Ich habe anscheinend noch keinen Zauber oder irgendwie sowas. Ich habe 3 Zauberstäbe und die funktionieren alle. Nee, keine Munition, sagt er. Hä? Okay. I don't know. Aber wenn er was abhakt, dann haben wir es erledigt. Ich frage mich, warum die Flammenkrypta nicht ab... Okay, was könnte das sein? Da weiß ich gar nicht, ob da halt überhaupt irgendeine... Achso, die da hinten? Hm. War da überhaupt eine Aufgabe? Ich weiß nicht. Aber jetzt kommen wir ja dahin. Will eigentlich der Herr Schmied. Ja, Elixierboden. Also ganz ehrlich, da quatscht mir da echt. Was? Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt. Ach, da oben. Was ist das? Die warten. Oh, da können wir sogar hin. Hochweiden warte. Okay. Okay. Hä? Ach, da. Das ist nach der Krypta der Bauer, aber da... Ja, okay. Als Wegpunkt setzen. 577 in die Richtung. Ich weiß nicht, wir haben bald... lohnt sich's jetzt noch? Nö. Aber vielleicht können wir ja vielleicht Fenster bauen. Ich hätte halt, dass wir irgendwas noch machen. Komm, was brauchen wir für Fenster? Warte, wo waren das mit den Fenstern? Da, Fenster. Die musste an der Werkbank irgendwie herstellen. Holzscheite. Gut, Holzscheiter habe ich irgendwo reingelegt. Soll ich hier noch so eine romantische Kerze verstecken? Was brauchen wir die denn? Herstellen. So, haben wir 2 Fenster hergestellt. Ah. Noch 3. Ah. Komm, dann kriegt der Stromfall auch eine Kerze. So, mal Fenster schau. Geschirr, was soll ich, was, warum?
Sehr schön. Dekorativ. Stühle. Und machen wir zwei Stühle und einen Tisch. Mach du mal, ich gehe noch schnell Pflanzenfasern sammeln, weil irgendwie sind die fast alle Popalle. Muss ich doch hinsetzen? Nee, dort. Aha. Wenn das hier auch mal aus merzen kann. Oh, voll gegen. Voll dagegen. Glove. Rucksack, wo bist du denn? Da. Hatte ich ja schon. Und zeig mal die schönen Stühle. Sehr schön. Ach, da kann man sie aber nicht draufsetzen. Das ist nee, doof. Anscheinend nicht, ja. Das ist ja doof. Passt doch alles wieder vorne und hinten nicht. Geh doch nicht! Ich baue schon fast wieder eine neue Truhe, ne? Es ist unbelievable. Ja, vielleicht gibt es da mal größere. Sonst bist du ja hier, ne? Sonst geht's dann so wie bei Sunkenland, wo wir dann plötzlich ein komplettes Sortiersystem hatten, wie bei Minecraft. Nein, wir wollen mal nicht übertreiben. Na, warte mal, Fähigkeiten, kann ich was Neues machen? Drei, ja, ich kann Fähigkeiten. Wo bin ich hingegangen? Schleichangriff? Geschick erhöht dein Geschickattribut um 1, erhöht den Fernkampfschaden um 5. Hm. So. Mana. Ich wollte dahin, ne? Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10 erhöht. Ja, da haben wir das S. So, jetzt habe ich meine Attribute auch mal ein bisschen rein. Bin ein bisschen auf Athlet und Barbar und Krieger, gehe ich gerade so in die Richtung. So, aber wir sind schon durch, ne? Also ich wollte es kurz mal sagen, während du noch, jetzt haben wir 5 Kisten. Ja, ich versuche ein bisschen zu sortieren, aber das ist wahrscheinlich wieder vergebene Liebesmühe. Wie spielen Sie am liebsten in Shrouded? Mit einem Haufen Tupperdosen. So.
Das war Part 9 von Enshrouded. Wir haben den Gleiter. Wir haben den Greifhaken. Und Beanut flackert. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also uns hat es Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und dann werden wir das nächste Mal den Greifhaken ausprobieren. Und bis dann. Tschüss. Ciao.